Mein Name ist Wolfgang Habermann. Ich bin Projektleiter an der DESI in Hamburg und beschäftige mich seit Jahren mit Molekularmodifizierung. Anfang der 90er habe ich dann hier bei der DESI angefangen, als auch Projektleiter für verschiedene Sachen oder als Physiker in Projekte involviert. Dabei ist mir Professor Anton Jahnhöfer über den Weg gelaufen. Das war für den heutigen Stand, damit wir überhaupt so weit gekommen sind, war das ein sehr wichtiges Treffen, also dass wir da miteinander arbeiten konnten. Wir haben uns ausgetauscht und sind im Prinzip darauf gekommen, dass es sich viele Möglichkeiten ergeben aus unseren gemeinsamen Projekten. Er war experimentelle Teilchenphysik, war sein Schwerpunkt damals. Er hat mit dem Team auch die Molekularstruktur von Supraleitern untersucht, ohne die das alles gar nicht funktioniert hätten, was wir jetzt hier mit der Molekularmodifizierung dann geschafft haben, ne, die letzten Jahre. Ja, wir haben dann gemerkt, dass die Kombination aus diesen Supraleitern, also seiner Forschung und meiner Forschung mit dieser Modifizierung der Strukturen, der Molekülsysteme und so weiter, dass sich da komplett ein neues Terrain öffnet. Das führte dann dazu, dass wir vor 3 Jahren hier bei der DESI die Arbeitsgruppe ASMO gegründet haben, also in Anlehnung an Amylum-Strukturmodifikation. Das ist dieser Standardtest, kennen wir aus dem Physikunterricht mit Stärke ins Wasser und das Wasser wird fester und so weiter, je fester ich draufschlage. Okay, aber das ist im Prinzip die Wurzel für die ganze Idee, dass wir versucht haben, diesen Vorgang, also dieses physikalische Prinzip, dass wir Wasser plötzlich dicker machen, umso mehr Widerstand wir aufbauen. Das ist ja ein Phänomen, was zu dem Zeitpunkt einmalig war. Und wir haben es dann geschafft, jetzt mit unseren Versuchen, dass wir so weit kommen, dass wir das Gleiche auch auf die Luft übertragen. Also wir können jetzt sozusagen mit unserem neuen, damals schon mit den ersten Prototypen, haben wir sozusagen die Struktur modifiziert und das Gleiche mit Luft hergestellt, was in dem Wasser passiert, wenn man da jetzt sozusagen, also die Viskosität der Luft haben wir jetzt moduliert, das ist ja komplett neu. Kann man sich ja im Prinzip gar nicht so vorstellen. Bei unserem ersten, also rein wissenschaftlich gesehen, ist es so, dass wir eigentlich anfangs versucht haben, mit diesem Strukturmodifikator eine anormale Viskosität der newtonischen Fluiden zu erzeugen. Klingt großartig, ist aber im Prinzip genau das ganz einfache physikalische Prinzip dieses Stärkeversuchs, also diese Veränderung der Viskosität von Wasser. Jetzt 2005 haben wir es geschafft, dass wir auch Prototypen gebaut haben, die es möglich machen, in einem bestimmten Bereich der Luft punktuell eine Verdickung der Luft zu erzeugen. Und das ist wunderbar und darüber sind wir ganz glücklich und das hätten wir uns überhaupt nie träumen lassen, dass es irgendwann mal funktioniert.